Dieses Video wird unterstützt von meinem Partner OneFootball. Holt euch die App über den kostenlosen Download mit dem Link in der Videobeschreibung. Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und zugleich auch zu einem weiteren FIFA 21 Karriere-Experiment. Vor knapp einer Woche kam ja das Experiment mit Cristiano Ronaldo. 5 Länder, 5 Ligen und dann 5 verschiedene Teams. Jeweils eine Saison bei einem der Top-Teams in den Top 5 Ligen Europas. Um am Ende das Fazit zu ziehen, in welcher Liga trifft Cristiano Ronaldo durchschnittsgemäß, ja, pro Partie am meisten. Und hier bleiben wir natürlich auch in der Rechnung vom Durchschnitt und da gucken wir, in welcher Liga holt Schalke die meisten Punkte. Das war ein Vorschlag von euch unter den Kommentaren im letzten Video mit Cristiano Ronaldo und deshalb probieren wir das natürlich. Ich habe Schalke in die Top 5 Ligen gesteckt. Liga, Serie A, La Liga, Bundesliga und Premier League. Eine Saison simuliert, immer mit der gleichen Startformation und natürlich auch Neukapitän Sead Kolasinac, um zu schauen, in welcher Liga Schalke wie abgeschlossen hat. Die Tabellenposition ist zum einen nicht ganz so aussagekräftig, viel, viel mehr der Punkteschnitt in jedem Ligaspiel. Wir lassen den nationalen Pokal und alles Internationale weg. Wollt ihr sowas öfter sehen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Seid ihr neu auf dem Kanal und wollt nichts mehr verpassen? Ein kostenloses Abo ist natürlich auch mit drin. Und ansonsten könnt ihr mir gerne auch auf Instagram folgen. Danke für den Support. Morgen geht's weiter mit der BVB-Karriere. Soweit so gut. Soweit von mir. Facecam verschwindet. Wir starten direkt rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und dazu haben wir den aktuellen Kader. Ja, wir haben natürlich Kolasinac als Linksverteidiger, Mascarell noch immer als Kapitän. Wir spielen im 5-2-1-2 mit Obschipka auf der anderen Seite. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Diese Startelf werdet ihr so in den anderen 5 Ligen sehen. In der Bundesliga, wo wir jetzt beginnen werden. Genauso in der Premier League, in der Ligue 1, in der Serie A und natürlich auch in der La Liga. Ich habe zudem alle wichtigen Freigabesummen aus den Verträgen genommen. Einfach, dass die Startformation so zusammenbleibt, wie sie jetzt aktuell aufgestellt ist. Wir sehen sie ja nochmal im Hintergrund. Das ist Paciencia Uth, dann haben wir Harit auf der 10, Serdar, Mascarell, Otschipka, Nastasic, Kabak, wir haben Sané, Kolasinac und Renault hinten drin. Ist qualitativ nämlich, zumindest gemessen an dem, was wir in den eigenen Reihen haben, die beste Mannschaft, die man aktuell aufstellen kann. Ich würde gerne eigentlich auch noch Stambouli spielen, allerdings auf der Rechtsverteidigerposition hat er zu viel Minus. Das lohnt sich für uns nicht und auch die jungen Spieler, die ja jetzt gerade für Furore sorgen, im positiven Sinn haben wir ja Matthew Hope oder Hoppe. Ich glaube jetzt aber nicht, dass man den Hoppe ausspricht, weil ich meine, der ist US-Amerikaner. Der hat 3-mal getroffen gegen Hoffenheim und auch Amin Harit hat dort unfassbar gespielt mit einem einzigen Treffer von sich selbst, aber 3 Vorlagen, alle 3 vom Amerikaner. Also für den Amerikaner hier von Amin Harit. Die Standardsituation, also die Rollen, Kapitän, Freistoß, Eckball, Elfmeter sind völlig egal hier, weil wir haben natürlich ein ganzes Team, das einfach harmonieren soll, das harmonieren muss. Alles andere ist völlig egal und wir gucken dann am Ende der Saison, wie viele Spiele haben wir insgesamt und wie war unser Punkteschnitt. Das versuche ich irgendwie auszurechnen, wobei man es vielleicht auch an der Tabellenposition etwas festmachen kann. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, was meint ihr, in welcher der Top 5 Ligen schneidet Schalke am besten ab? Langer Satz, ja, ich war am Ende tatsächlich außer Puste. In Sachen Transfers wird hier gar nichts gehen. Was ich aber euch noch mit auf den Weg geben will, ist das Jugendakademiebericht. Den, was man von vornherein hat. Guckt euch diesen Spielermann an. Milan Fuchs, der ist ja unglaublich stark. Wir werden den jetzt einfach mal zum Profi befördern. Allerdings bringt uns das eh nichts, weil wir sind natürlich hier in der Karriere, die eh nur eine Saison geht. Und dann gehen wir bereits in ein anderes Land. Also, das auf jeden Fall mal dazu. Das ist unser Team. Wir springen direkt an den 1. Januar. Fragt mich nicht warum, aber wir waren in der Europa League. Das muss mal einer verstehen. Blicken wir zurück auf die Ergebnisse in der Euro League. Sehen wir hier Auftakt gegen die Roma 1-1. Dann haben wir hier 2-0 gewonnen. Dann war es ein 4-1 gegen Leicester. Dann war es ein 1-0, das war ein 1-1 und zu guter Letzt nochmal ein 3-0. In der Liga ist es okay, das Manager-Rating ist auch okay und das ist für uns in allererster Linie mal das Wichtigste, weil wir mal mindestens durch diese eine Saison durchkommen wollen. Wir haben hier 18 Punkte, mit dem Abstieg nichts zu tun. In der Realität ist ja auch die Hoffnung zurück bei S04. Ich würde es mir wünschen, wenn die drin bleiben. Ich bin ganz ehrlich mit euch und ich habe auch ein gutes Gefühl. Ich habe anfangs und auch jetzt während der Krise gesagt, Schalke steigt nicht ab. Mal gucken, ob ich recht behalte. Ich würde es mir wünschen, aber gut, lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das weitergeht. Hier heißt es 17 Spiele, 18 Punkte, 6 Punkte Vorsprung auf Bielefeld, auf Köln und auf Union bereits sogar 7 Punkte Vorsprung. Das ist okay, nach oben geht nichts, aber das war beinahe irgendwie, ich sag mal ja, vorherzusehen. Platz 13, das ist in Ordnung, minus 9er Tordifferenz. Wir haben halt einfach eine Mannschaft, die vermutlich eher mittelmäßig ist, gemessen an der individuellen Qualität. Zudem ist Uth verletzt und Mascarell auch nicht unbedingt in Form, aber trotzdem bin ich tatsächlich verhältnismäßig überrascht, im positiven Sinn. Im DFB-Pokal habe ich gar nicht wirklich mitgezählt, aber das Viertelfinale ohne S04 Endstation war tatsächlich bereits in Runde 2. Da haben wir nämlich verloren. 3-0 in Freiburg. Und in der Euroleague stehen wir in Runde der letzten 32. Der SSC Napoli wartet da auf uns, nachdem wir Zweiter geworden sind. Die Roma holt 4 Unentschieden und das war natürlich hier der absolute Genickbruch für die Italiener. Gut, für uns ist es natürlich in Ordnung. Aber trotzdem ist auch klar, wir werden später aufs Büro gehen, dann auf die Trainerkarriere und dann werden wir gucken, wie viele Spiele, wie viele Siege, Niederlagen und so weiter und so fort. Wir sind am Ende der Saison angekommen, Juni 2021 und wir blicken
blicken zurück. Wo ist Schalke? Einstelliger Tabellenplatz. Wir haben ja richtig überzeugt. Platz 8, 47 Punkte. Und die Bundesliga-Saison, die zumindest mit uns als Trainer dann doch ziemlich erfolgreich lief. Mit einem Sieg mehr stehen wir auf Platz 6 und spielen um Europa. Ja, das wäre natürlich Weltklasse gewesen. Abgestiegen ist hier Köln, Bielefeld und Mainz muss in die Relegation. Und wir haben gar keine Probleme gehabt. Mit dem Abstieg 0 zu tun. Also in der Bundesliga überraschenderweise komplett überzeugt. Im DFB-Pokal gewinnt Dortmund gegen Bayern im großen Finale und die Europa League war vermutlich für uns ziemlich früh Endstation. Gucken wir mal rein. Runde der letzten 32 Jahre war es ein sicheres 4:0 für die Neapolitaner. Für uns Endstation. Gewonnen hat hier Piemonte Calcio gegen Leicester City und der Vollständigkeit halber gehen wir noch auf die Champions League. Da schlägt City gegen Liverpool 2:1. Da schlägt City Liverpool 2:1 nicht gegen. Vergesst das Wort. Gehen wir die Statistik natürlich auch noch durch. Renault hier ist 37 Mal gespielt. Kein einziger Einsatz hier für... Ach doch, Fährmann. Okay. 9 Spiele, 3-mal ohne Gegentor. Die Statistik ist natürlich viel mehr bei Ralf Fährmann hier. Wobei 6 ohne Gegentor bei Renault. Weiter geht's dann hier. Kolasinac ganz, ganz oft gespielt. Der eigentliche Kapitän, muss man ja sagen. Stambouli auch des Öfteren gespielt tatsächlich. Sané gut, Ozan Kabak auch. Torbeteiligung fängen hier dann so richtig an. Omar Mascarell 7 Vorarbeiten, ein eigenes Tor. Die anderen immer mal so ein bisschen. Dann haben wir Suat Serdar, 6 Tore, 7 Vorarbeiten. Auch Rudi, aber der hat bei Hoffenheim gespielt. Marc Uth, 6 Buden, 6 Vorarbeiten. Harit, okay. Aber auch hier vermutlich einfach unter den Erwartungen die meisten Tore erzielt, hat tatsächlich hier Gonzalo Paciencia mit 12, 11 dann dicht gefolgt von Benito Raman. Das also die erste Saison, unterm Strich richtig gut. Wir stehen auf Platz 8 und damit habe ich wirklich niemals gerechnet. Gucken wir also unten auf die Spiele, insgesamt 46 an der Zahl, darunter natürlich Europa League, darunter genauso das Vorbereitungsturnier und alle anderen Spiele, national, international, ob Pflichtspiele oder nicht. Wir haben 16 davon gewonnen, 10 Unentschieden gespielt und 20 Niederlagen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit man das im besten hinbekommt. Sollen wir einfach nur die Liga zählen? Ich glaube, das wäre so ein bisschen transparenter. Dann gucken wir da drauf. 34 Spiele, S04. Wir haben 13 gewonnen, 13 verloren und 8 unentschieden. Also eine völlig ausgeglichene Statistik und Platz 8, mit dem wir definitiv zufrieden sein können. Angekommen in Spanien, in der La Liga, mussten wir natürlich ein Team ersetzen und da habe ich jetzt einfach geguckt. Schalke hat 4 Sterne, Osasuna hatte auch 4 Sterne, weil ich wollte jetzt nicht die komplett schlechtesten Mannschaften rausnehmen. Wir wollen ja auch mal Spiele gewinnen. Schalke aktuell auf Platz 7, würde ich unterschreiben. Am Ende der Saison gucken wir natürlich dann, um eine Transparenz reinzubekommen, denn hier sind es 20 Mannschaften, also 38 Spiele, nicht nur 34. Ja, wir gucken einfach mal. Ich lasse mich da gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht ganz so zuversichtlich hier, wobei irgendwie die spanische Liga neben der Bundesliga und der Ligue 1, glaube ich, schon im positiven Sinn für uns sein könnte. Ich glaube, dass die Premier League gar nichts für uns wird. Ich glaube, da sind wir ganz, ganz unten mit drin und in der Serie A, naja gut, da kommt es auch drauf an, aber die Top-Teams sind, glaube ich, in der Breite schon am besten in England, dann vermutlich in Italien, ich weiß es nicht. Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne dazu auf jeden Fall in die Kommentare und dann haben wir natürlich unsere Mannschaft bereits auch hier wieder aufgestellt in Bestbesetzung, unverändert wie zuvor in der Bundesliga. Wir starten also auch hier direkt rein und verlieren gar keine Zeit. Das Vorbereitungsturnier gehört natürlich auch dazu. Die Mannschaft darf sich sehr, sehr gerne einspielen. Dann haben wir hier Emilio Santana, ja, den werden wir zum Profi befördern. Dann ist auch der Vorstand ein Stück weit zufrieden und wir haben hoffentlich keine Probleme mit Manager-Rating und sehen uns am 1. Januar mit dem ersten Schritt zurück. Revue passieren. Wie ist die Hinrunde in Spanien gelaufen? Also ich bin ganz ehrlich, ich bin zwar nebenbei parallel bei Sumas im Stream, ich habe immer mal wieder rüber geschaut und ich glaube, wir haben kein einziges Spiel gewonnen. Wir gucken mal ganz kurz rein. Manager-Rating katastrophal. Wir haben 12 Punkte. Stehen nach 18 Spielen ziemlich weit unten. Okay, es waren 3 Siege. Gegen wen kann ich euch gar nicht verraten. Aber es ist eine katastrophale Saison. Ganz, ganz oben trumpfen die Meister auf. Ja, das ist Sevilla, Atletico, Real und Barca nur Fünfter. Okay, gut, dann muss ich die Aussage vermutlich etwas revidieren. Trotzdem, es ist ultra geil. Bis hierhin macht dieses Experiment mega Spaß. Aber es könnte hier auch schon ziemlich früh scheitern. Wenn wir nicht ansatzweise ein bisschen besser zurückkommen, könnte ich mir vorstellen, dass der Vorstand sagt, nein, Schalke raus. Und dann gilt zumindest dieses Experiment in der La Liga als gescheitert. Wir haben nochmal gut abgeliefert, ja, das zeigt der Mai auf den ersten Blick nicht unbedingt, aber trotzdem, guckt euch mal die vorherigen Monate an, das sieht doch schon deutlich besser aus. Wir hatten hier ein 5:2 gegen Villarreal, unter anderem Sevilla geschlagen und Atletico Madrid. Trotzdem ist es nur Platz 13 geworden. Wir gucken mal auf die Statistik, denn auch hier 45 Punkte, das ist gut, 12 Siege, 9 Unentschieden, 17 Niederlagen.
Niederlagen und damit natürlich eine etwas schwächere Statistik im Vergleich zuvor in der Bundesliga. Aber das ist trotzdem okay. Den Pokal Copa España habe ich jetzt extra bis zum Ende aufgehoben, weil die auch immer ziemlich spät erst einsetzen und wir ziemlich früh raus waren. Gegen den FC Cartagena, ja, das ist natürlich unter den Erwartungen. Ein 2-1 ist natürlich viel, viel, viel zu wenig. Europa League waren wir diesmal nicht dabei, also auch hier endlich mal, wie es auch in der Realität war. Inter trifft dort auf den LOSC Lille und in der Champions League spielt das Finale Liverpool erneut, allerdings nicht gegen City, sondern gegen Barca. Die Statistik wird auch hier nochmal abgecheckt. Fährmann wieder, ja, in nur weniger Spielen als zuvor bei Renault mit 3 Spielen ohne Gegentor, 5 ohne Gegentor hierbei eigentlich unserem Stammkeeper. Kolasinac wieder oft gespielt, Torbeteiligung gibt es hier aber erstmal nicht. Mascarell wieder solide, auch wie letztes Mal. Bentaleb hat öfter mal gespielt, U10 Tore. Ja, bester Torschütze ist auch hier wieder Paciencia mit 16 und Rahman mit 12. Wir hatten aber auch mehr Spiele, vielleicht ist das die Erklärung darauf. Auf jeden Fall ist es hier unterm Strich eine etwas schwächere Statistik als zuvor, aber trotzdem kann ich auch hier wirklich zufrieden sein. Platz 13, mit dem Abstieg nichts zu tun, am Anfang schon, aber zum Ende haben wir uns auf jeden Fall rausgerettet. Und schon angekommen in der dritten Spielzeit. Wir ersetzen Crystal Palace in der Premier League und gucken mal, wie es da läuft. Hier heißt es erstmal Hertha, Sassuolo und Getafe im Vorbereitungsturnier, ist für uns aber tatsächlich irrelevant. In der Jugendakademie ist diesmal auch nichts allzu Gutes mit dabei. Trotzdem, wie gesagt, beschweren konnten wir uns nicht aus den ersten zwei Saisons. Wir sind mit dabei und gucken, wie das ganze Thema hier läuft. Also, Spielzeit Nummer 3 und das letzte Jahr war verkorkst, zumindest die Hinserie. Ich glaube aber, die Premier League hat nochmal ganz andere negative Überraschungen offen. Der Januar vollgepackt, unter anderem hier mit einem Spiel im Pokal gegen den AFC Wimbledon. Ja, dann kommt Burnley, es kommt United, Chelsea, Aston Villa. Es sind natürlich schon andere Kaliber hier. Ja, jetzt sehen wir hier im FA Cup Runde 3, das sollten wir überstehen. Wir wollen einfach mal gucken, ja, auch jeder Sieg ist wichtig für Selbstvertrauen. Gucken wir auf die Premier League, die ganzen nationalen Pokale erst am Ende der Saison. 21 Spiele, 16 Punkte. Es ist eigentlich, wie vorhergesagt, ein absoluter Krimi defensiv in der Tabelle. Also mit defensiv meine ich natürlich hier den Tabellenkeller. Es geht um den Abstieg, es geht um alles. Es geht vermutlich auch um die Existenz. Ganz oben haben wir Manchester United. Die warten jetzt auch, wie unter anderem der FC Chelsea, für uns im Monat Januar. Die Mannschaft, ja, die muss sich einfach pushen. Alles andere bleibt uns ja nicht übrig. Wir gucken einfach mal, ja. Vielleicht gibt es auch hier wieder eine durchaus erfolgreiche Rückrunde, wie zuvor in der La Liga. Aber ich glaube, eher tendenziell wird das unser schwierigstes und schlechtestes Jahr. Im letzten Monat war nochmal alles geboten. Unentschieden gegen Leicester, Sieg gegen West Brom, Niederlage dann gegen Arsenal. Es sind 38 Spiele, 33 Punkte. Und das erste Mal, dass wir weniger Punkte als Spiele haben, ist natürlich enttäuschend. 8 Siege, 9 Unentschieden, 21 Niederlagen und ganz knapp dem Abstieg entronnen. Ja, da heißt es Leeds, West Brom und Fulham, die tatsächlich in die zweite englische Liga müssen. Tottenham wird überraschend Meister, also überraschend zumindest für mich. Die meisten Tore schießen die aber nicht, auch nicht United, die Vizemeister werden, sondern Liverpool und City. Diese 4 angesprochenen Teams gehen also in die Champions League, Chelsea, Leicester und vermutlich auch Arsenal Richtung Europa. Wir gucken ganz kurz natürlich auf die Statistik bei uns, ehe wir dann die anderen Wettbewerbe nochmal durchgehen. Statistik haben wir hier natürlich auch wieder Renault. Fährmann diesmal ohne ein einziges Spiel, ohne Gegentor. Kolasinac hat ein bisschen was gemacht, ansonsten alle anderen natürlich nicht ganz so viel, aber das ist das Mittelfeld, da erwarten wir auch nicht so viel. Die Stürmer treffen Marc Uth mit 13 Toren und wir haben Paciencia mit 10. Das ist seine schwächste Leistung bis hierhin. Skripski und Rahman jeweils 4 Tore. Also es ist okay, aber es war wie zuvor prognostiziert die bisher schwierigste Liga. Das Resultat daraus war natürlich dann auch das, ja, ich sag mal, bisher negativste. FA Cup, wir hatten ja AFC Wimbledon. Und soll ich euch was sagen? Da war Endstation, ja. Ob ihr mir es glaubt oder nicht, finde ich uns hier 0-1 gegen Wimbledon. Das ist natürlich bitter. Wie sind die denn dann weiterverfahren? Runde 4. Gucken wir mal, ob wir sie ganz schnell sehen hier. 0-2 gegen Norwich. Also das zeigt schon so ein bisschen die Verhältnisse auch. Es war einfach nicht unser Wettbewerb. Allgemein nicht. Wir haben nicht so überzeugt, wie wir es vielleicht hätten machen können. Ja, mit ein bisschen besseren Spielern. Hier verlieren wir gegen den AFC Bournemouth im Elfmeterschießen in Runde 2. Runde 1 freilos? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir gucken ganz kurz noch auf die Champions League. Hier heißt es Dortmund trifft auf Barca. Und hier heißt es Europa League. Wir gucken drauf. Napoli gegen Olympique de Marseille. Also, es ist alles geboten. International Weltklasse, aber ohne Schalke. Und jetzt Schalke tatsächlich nicht in England, nicht in Deutschland, nicht in Spanien, sondern in Italien. Wir ersetzen Udinese Calcio, sind angekommen in der Serie A. Vorher natürlich wie gewohnt immer traditionell das Vorbereitungsturnier, unser Team unverändert und natürlich verlieren wir nicht so viel Zeit. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, in diesem Jahr könnten wir hier für Furore sorgen, im positiven Sinn. Gucken wir mal, ob es endlich mal wieder nach 2 Jahren Abstinenz ein einstelliger Tabellenplatz werden kann. Vollgepackter Januar, also hier gibt es gar keine Pause, es geht immer weiter. Das letzte Spiel gegen die Laziali 2-1 verloren, dann hatten wir 2 Wochen Pause. Wir gucken mal drauf. Platz 11 ist okay. 26 Punkte nach 17 Spielen, unter anderem gleich auf mit der Roma, mit meinem Club. Ja, dicht hinter der Fiorentina und auch dicht hinter den Neapolitanern und Lazio.
Es ist also irgendwie gefühlt noch alles drin. Abstieg, Fehlanzeige, da geht nichts. Auch Coppa Italia gucken wir erst am Ende der Saison. Bis hierhin ist das tatsächlich unglaublich positiv. Mal gut positiv, alles sind ja auch mit dem Live-Rating richtig weit oben, abgesehen von Amin Harit, der das hoffentlich noch ändern kann und der dann komplett mit der gesamten anderen Mannschaft im Vollgas-Tempo Richtung Ende der Saison geht. Hoffentlich erfolgreich. Die Simulation neigt sich dem Ende zu und tatsächlich kommt nach der Serie A mein Geheimfavorit. Das ist die Liga, denn dort gibt es natürlich auch Paris Saint-Germain, es gibt Lyon, Marseille, es gibt so viele andere Teams, die vielleicht vergleichsweise individuell so gut sind wie wir oder etwas besser, wo man mit etwas Glück ein bisschen mehr holen kann. Und das ist die Hoffnung. Zu guter Letzt gibt es einen Sieg gegen Parma. Gucken wir drauf. Schalke auf Platz 10. Es ist nicht ganz der einstellige Tabellenplatz, aber trotzdem eine zufriedenstellende Leistung. 38 Spiele, 17 davon gewonnen, 7 unentschieden und damit 14 Niederlagen. Natürlich werde ich jetzt parallel hier mal die ganzen Punkte noch zusammenrechnen und dann Punkteschnitt errechnen. Also alle Punkte, Siege mal 3, Unentschieden mal 1, geteilt durch die gespielten Spiele, um zu gucken, wer dann wo, wie im Endeffekt am besten abgeschnitten hat. 58 Punkte, ja, nach uns ist der Knick, beziehungsweise vor uns, ja, 65 Punkte, da fehlen nicht viel. Dann wird man Fünfter, das muss man sich mal vorstellen. Mit dem Abstieg haben wir gar nichts zu tun. Coppa Italia habe ich auch nicht viel mitbekommen, das ist kein gutes Zeichen hier. Hellas Verona direkt raus im Achtelfinale. Die Champions League ist hier City gegen Barca, die das dritte Mal in Folge im Finale sind, Barca meine ich. Hier Porto gegen Arsenal, da ist schon ein bisschen Individualität geboten, auf jeden Fall international immer andere Mannschaften hier. Ja, Harit hat sich gesteigert, Otschipka, der ist irgendwie die ganze Zeit runtergegangen, aber vermutlich auch mit dem Alter zusammenhängt. 8 Spiele ohne Gegentore hier, ja, dann haben wir Otschipka 14 Spiele. Kolasinac, der macht die meisten immer tatsächlich als Linksverteidiger, finde ich richtig geil. Ansonsten haben wir Sané mit 40 Spielen trotz Verletzung, das ist tatsächlich der beste Wert. Viele Tore haben wir noch nicht erzielt. Ud 8, 3 Vorarbeiten und dann 20 bei Paciencia, der tatsächlich immer wieder erfolgreich ist und bis auf letztes Jahr konstant seine, ich glaube sogar zweistelligen Tore gemacht hat. Wobei, ich meine, auch in der Premier League hat er 10-mal getroffen. Also bisher für ihn das Experiment durchaus positiv. Kann ich euch ans Herzen legen. Paciencia trifft ziemlich oft. Ob er das auch hier macht, werden wir sehen. Angekommen in der Liga A, natürlich mit der unveränderten Startformation. Ersetzt haben wir Montpellier. Ansonsten gucken wir, wie es läuft. Vorbereitungsturnier Leeds United, der FC Burnley, Espanyol Barcelona. Wir werden bereits als 5. neuer Trainer binnen der letzten paar Minuten, zumindest für mich in der Aufnahme der letzten 2 Stunden vorgestellt. Heißt einmal Bundesliga, hieß dann Premier League, hieß Serie A, hieß natürlich La Liga und jetzt zu guter Letzt die Liga. Ich freue mich riesig drauf. Transfers, Fehlanzeige, einfach nur abliefern, denn bisher sind wir überraschenderweise, ich meine, in der Bundesliga am besten gefahren. Oh ja, es läuft richtig gut. Guckt euch mal alleine diesen Monat an. Sieg gegen San Etienne, gegen Stade-Rennes, gegen Mechelen international unentschieden. Wir schlagen Lens und Dijon. Warum wir hier Europa League spielen, ich weiß es nicht. Ja, wir gucken jetzt aber mal auf den Januar, was da so ansteht. Ja, es ist wieder der RC Lens, Stade-Rennes und der LOSC Lille. Schalke steht auf Platz 8. 30 Punkte, aber das mit Abstand schwächste Manager-Rating bis hierhin. Eine Nuller-Tordifferenz, 9 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen, das ist top. Aber bitte, das Manager-Rating darf uns jetzt keinen Strich durch die Rechnung machen. Vielleicht liegt das aber damit irgendwie im Verbund, dass wir in der Euroleague nicht weiter sind, weil ich glaube, da haben wir nicht abliefern können. Genauso ist es. Dritter in einer lächerlichen Gruppe, also ohne Mechelen, Sparta Prag und Aberdeen da nahe treten zu wollen, da müssen wir durchmarschieren. Also auch Schalke darf da gerne mal weiterkommen und dann kann ich das Manager-Rating in einer gewissen Hinsicht auch verstehen. Diese Mannschaft, ich werde mich dran setzen und irgendwie gucken, das Beste rauszuholen und dann ans Ende der Saison, dann gucken wir natürlich auch auf die ganzen nationalen Pokale, auf die Euroleague, Champions League und natürlich die Ligatabelle, um zu schauen, ob Schalke hier den ganz großen Rekord gebrochen hat. Kleiner Spoiler bis hierhin, die Serie A ist bis dato die beste Liga. Wir sind im Amt geblieben und das auch bis zum letzten Spiel. Auch wenn es zwischenzeitlich nicht ganz so gut ausschaut, wir gucken mal ganz kurz aufs Manager-Rating 49. Okay, Schalke nur auf Platz 10. Die Rückrunde ist leider ziemlich enttäuschend. Wir haben mehr Niederlagen als Siege und damit ist es hier kein Geheimnis, dass die Serie A natürlich gewinnt. Ihr seht am Ende aber dann auch nochmal einen Überblick. Ja, ganz, ganz oben haben wir natürlich Paris. Wie soll es auch anders sein? Abgestiegen ist Lens, Brest und Dijon. Verzeiht mir jegliche Aussprachefehler hier. Da bin ich keinesfalls begabt darin. Ja, also das ist aber auch zweitrangig. Hier waren wir im Halbfinale. Verlieren gegen Angers mit 1-0. Da hätte man dann auch gegen Monaco eventuell gewinnen können. Davor Nizza geschlagen, im Achtelfinale gewonnen bei Marseille. Und Runde der letzten 32 gegen Clermont-Fou. Wir gucken ganz kurz noch auf hier den La Liga. Was ist das denn? Ach, das ist der Aufstiegspokal. Wir gucken auf die Champions League, vielleicht wieder Barca. Nee, United und Atletico Madrid. Diesmal ein anderes spanisches Team. Und in der Euroleague heißt es, Leipzig trifft auf die Roma. Abschließend also gehen wir ganz kurz noch hier die Statistik durch. Ja, Otschipka, es ist immer wieder das Gleiche. Aber trotzdem finde ich unterm Strich durchaus gelungen. Kolasinac, der macht die meisten Spiele. Vielleicht einer, den man mal so in der Schalke-Karriere als realitätsgetreuen Transfer holen kann. Würde ich extrem feiern. Serdar diesmal
diesmal mit ein paar mehr Torbereitungen hier. Uth 9 Treffer, das ist auch gut. Paciencia wieder so oft getroffen. 15 Mal, 12 Mal Rahman. Also das ist auch wieder Weltklasse. Ansonsten unterm Strich ein Experiment, was, wie ich finde, richtig erfolgreich war. Mal abzüglich vielleicht von wenigen kleineren Ausnahmen, aber trotzdem hat es mega viel Spaß gemacht und Schalke hat in keiner Liga so richtig versagt. Das muss man festhalten. Die Statistik steht und ist ausgewertet und ihr seht sie jetzt als kleine Grafik hier eingeblendet. Angefangen in der Bundesliga mit einem Punkteschnitt pro Ligaspiel. Ganz, ganz wichtig, immer nur gemessen an den Ligaspielen von 1,38. Das war in Ordnung und das war verhältnismäßig für den Auftakt auch richtig gut. Die Liga A kommt dann nachher ziemlich nah ran. Die La Liga ist dann ein bisschen weiter weg. Wir haben nämlich hier einen Punkteschnitt von 1,18 pro Ligaspiel, was aber auch okay ist. Ja, alles, was über 1 ist, ist, denke ich, über den Erwartungen, würde ich mal behaupten. Die Premier League hat dann so ein Stück weit ich spreche es lieber nicht aus. Es war negativer als zuvor. 0,87 Punkte pro Ligaspiel, aber auch da natürlich in der besten Liga, vermutlich besten Liga weltweit. Ich denke, da kann man auf jeden Fall mal auch unter den 1er-Punkteschnitt gehen. Dann in der Serie A haben wir tatsächlich Platz 1 festgemacht, denn da haben wir die besten Punkteschnitte aus den 5 Ligen. Wir haben hier 1,53 und das muss man sich mal vorstellen. Das ist tatsächlich richtig gut. 1,53 Punkte pro Ligaspiel und in der Liga A, da wo wir jetzt zuletzt waren, also Schalke anstelle von Montpellier, 1,34 Punkte pro Ligaspiel. Soweit so gut, das war es auf jeden Fall mit diesem Experiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mich in Form von einem Daumen nach oben wissen. Schreibt fleißig weiter Kommentare. Wollt ihr sowas öfter sehen? Wenn ja, mit welchem Team, mit welchen Spielern sollen wir das Ganze öfter machen? Auf jeden Fall Resonanz da lassen. Schreibt Kommentare, abonniert sehr, sehr gerne auch kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bin ich raus. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Video, was morgen sein wird, die BVB-Karriere. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.